Wer hat sie nicht, wer kennt sie nicht? Die gute alte Bosch GTS 10XC. Tischkreissäge, die wahrscheinlich in jeder oder in jeder zweiten Heimwerkerwerkstatt zu Hause ist. Und ich will behaupten, dass ich einer der Ersten war, der sich die zugelegt hat und der sie auf YouTube gezeigt hat. Ich glaube, das ist sogar wahr. Und es gab ja schon mal vor 2-3 Jahren so einen Langzeittest. Das heißt, ich habe so ein bisschen über die Säge berichtet, ob ich mir sie heute noch mal kaufen würde. Und ich muss sagen, bei dieser Größe jetzt, also von meiner neuen Werkstatt, würde ich mir noch mal das noch mal ganz genau durch den Kopf gehen lassen. Aber ich bin nach wie vor mit dem Preis und mit der Leistung sehr zufrieden. Also ich kann sie empfehlen, aber es kommt immer darauf an, was man macht. So. Mittlerweile sind 6, 7 oder 8 Jahre vergangen und die Oberfläche, die hat mir damals schon nicht wirklich gefallen. Die sah nämlich so aus, wenn wir das Ganze mal rausziehen. Ja, es ist schon ein erheblicher Unterschied. So sah nämlich die Oberfläche aus und die war auch so leicht gräulich. Und jetzt ist sie so dunkelgrau, vergilbt, abgeschabt, dreckig, verschmutzt. Ja, Farbe ist mein Verschulden, weil ich auch das ein oder andere Projekt mal hier drauf lackiert habe. Aber das Ganze ist, ja, geht schon langsam ab. Die Beschichtung. So, ich finde es persönlich nicht mehr schön. Und da habe ich mir die Frage gestellt, kann man das Ganze nicht einfach abschleifen und so lassen? Oder kann man das Ganze nicht abschleifen, grundieren und neu lackieren in einen Silberton? So, und diese Frage gehen wir heute mal auf den Grund. Exzenterschleifer, 180er Papier. Und ich würde sagen, wir probieren das Ganze mal aus und schleifen mal ein bisschen drumrum. Wie ihr sehen könnt, hat das schon was gebracht. Also man kann die Oberflächenbeschichtung abschleifen. Und das Ganze ist schön glatt geworden, ganz, ganz feiner Schleifstaub. Könnte man so machen. Ich weiß aber, dass irgendwann das Aluminium anfängt zu... Es fängt nicht an zu rosten, sondern es fängt an... Mir fällt das Wort jetzt nicht ein. Vielleicht weißt du es ja. Auf jeden Fall fängt es irgendwann an, zu korrodieren. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall zu rosten. Und wenn du jetzt Rost hast, Flugrost, dann ist die Oberfläche auch nicht mehr schön glatt wie hier. Und deswegen ist es auch der Grund, warum Bosch das Ganze beschichtet hat. So, ich werde jetzt erstmal alles abkleben. Nee, ich werde jetzt erstmal alles schleifen und dann abkleben. Gefühlt 3 Stunden später ist das Ganze gereinigt und wir haben alles abgeklebt. Es wäre wahrscheinlich einfacher gewesen, die GTS komplett von dem Werktisch zu befreien und das Ganze draußen zu machen, denn es gibt ja Sprühnebel. Deswegen macht euch nicht die Mühe und fegt vorher bitte nicht die Werkstatt. Dann setzt sich nämlich der Sprühnebel auf den Schleifstaub ab. Wichtig ist es bei diesen Sachen hier, dass ihr wirklich die Oberfläche schön fettfrei bekommt. Das heißt, ich nehme jetzt hier einen Silikonentferner, habe das jetzt hier zum 3., 4. Mal angewendet, damit auch wirklich alles sauber ist. Wenn ihr eine Halle habt, dann lackiert das bitte in der Halle, weil wir wollen ja nachher keine Staubkörner drauf haben, obwohl es halt auch nur eine Maschine, ne? Ist nicht so schlimm. Als Grundierung, weniger ist mehr, bitte lackiert das Ganze in mehreren dünnen Schichten. Das heißt, ihr tragt das Ganze auf, muss nicht gleich deckend sein, macht eine kleine Pause von 10 Minuten, tragt dann die zweite Grundierung auf, bis ihr dann mit dem Ergebnis zufrieden seid. Und jetzt kommen wir mal zu den Produkten, und zwar Silikonentferner, ganz, ganz wichtig, Epoxy-Grundierung, ganz, ganz wichtig. Ihr könnt natürlich auch eine Aluminium-Grundierung nehmen. Dann nehme ich nachher oder gleich, wenn das Ganze getrocknet ist, also ich lasse es jetzt einen Tag trocknen, ein Platinum-Lack. Und für diejenigen, die jetzt größere Macken drin haben, die sie nicht rausschleifen können, beziehungsweise sollte man nicht rausschleifen, weil sonst schleift ihr ja quasi eine Delle rein. Es gibt ein Aluminiumspachtel. Ganz, ganz interessant. Ein 2-Komponenten-Aluminiumspachtel kann ich euch empfehlen. Oder es gibt auch ein Haftstahl, beispielsweise
dichtet, füllt und verbindet dauerhaft Metall, Holz, Guss und Stein. Wenn jetzt mein Gewinde oder sowas ausgebrochen ist, ne? Soll wirklich funktionieren, habe ich noch nicht getestet, werde ich demnächst mal testen. Aber der Aluspachtel, der funktioniert wirklich. Ich muss sagen, ich bin wirklich überrascht. Also das Ganze scheint mir sehr, sehr kratzfest. Also die Grundierung ist wirklich sehr, sehr gut. Was ich jetzt merke, ist natürlich, dass wir hier so ein paar kleine Pickelchen haben. Und da habe ich mir Folgendes überlegt. Wir schleifen das Ganze zwischen und da gibt es hier Schleifpapier, man mag es kaum glauben, ne? Bis 1500, was haben wir hier, 800, 600er, 1500er, sogar 2000er, aber das ist mir ein bisschen zu fein, das ist ja schon wie Toilettenpapier. Ich sag mal, wir nehmen jetzt mal hier, 320er ist vielleicht zu hoch, wir nehmen mal 600er und schleifen das Ganze zwischen, genau. Eigentlich genau das gleiche Beispiel wie beim Anfang. Einmal zwischenschleifen, dann nehmen wir wieder Silikonentferner. Ja, oder kann man das nehmen? Nicht, dass es die Grundierung angreift. Dann machen wir das Ganze auf jeden Fall staubfrei und dann lackieren wir das. Normalerweise würde ich jetzt einen Kompressor nehmen, aber ich nehme Druckluftspray. Das heißt, diesen feinen Schleifstaub, den puste ich jetzt quasi runter. Ich muss zugeben, ich konnte es nicht abwarten. Ich habe gerade die Folie entfernt und das Kreppband. Und hier sind ein paar Schleifpartikel, also Schleifstaub, also Holz. Die Einlage, die Madenschrauben habe ich schon eingesetzt. Das war gerade ein bisschen, ein bisschen knifflig, weil die nicht reingehen wollten. Vielleicht lasst ihr die auch drinne. Ich passe das Ganze jetzt mal an. Und dann werden wir mal ein paar Probeschnitte machen. Also so von rein optischen her gefällt mir das ziemlich gut. Es kommt denen auch sehr, sehr nahe, wenn man jetzt mal... Ja, es ist so ein Grau, ne? Es ist so ein hellgrau, mausgrau. Aber es fällt, würde ich sagen, gar nicht so optisch auf. Wir sehen jetzt mal ein bisschen hier rum. Aber wenn ihr es mal selber schaut, also es gleitet schon, ne? Über die Oberfläche. Und wir werden wahrscheinlich jetzt ein paar Mikrokratzer reinmachen, aber ich denke, das wird der Langzeittest erst geben, aber wir sägen jetzt mal eine Runde. Es ist natürlich jetzt richtig, richtig schwer, die kleinen Kratzer einzufangen. Also wir haben, was heißt ein Abrieb, aber so ein paar kleine Kratzer. Ihr seht die tiefen Kratzer, die sind ja schon davor. Da hätten wir, wie gesagt, einen Spachtel aufbringen müssen, noch einen Füller. Aber ich sehe jetzt hier ein paar kleine Kratzer, die jetzt beim Sägen entstanden sind. Ich bin mal gespannt, wie lange das hält. Ich würde sagen, ja, Zeit- oder Praxistest bzw. Langzeittest. Ich werde das Ganze jetzt mal über ein paar Wochen testen und dann werde ich das irgendwann mal im Video erwähnen. Oder schaut einfach die Videos an, die kommenden, wenn jetzt irgendwie ein Projekt kommt mit einer Tischkreissäge, dann schaltet mal rein und dann beobachtet ihr mal die Oberfläche. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Alle Produkte findest du unten in der Videobeschreibung verlinkt. Also die Grundierung, den Aluspachtel, den Glossy-Lack und ja, sonst gab es ja gar nichts. Ne? Ansonsten Merch-Artikel, wenn du Bock hast auf ein Mr. Handwerk-T-Shirt. Ich habe jetzt zwar keins an, weil es ein bisschen frisch in der Halle. Ich habe die Heizung schon ausgeschaltet. Wenn du wissen willst, wenn du eine Heizung brauchst für deine Werkstatt, dann check doch auch mal die Videobeschreibung. Da werde ich dir das Video verlinken. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Da geht es nämlich um ein Tomatenhochbeet. Das werde ich nämlich jetzt bauen für meinen Bruder David. Und das Tomatenhochbeet habe ich schon mal gebaut. Man kann sagen quasi Tomatenhochbeet 2.0. So, ciao.